Wie du mit Hilfe von MicroPython Sensordaten an ThingSpeak senden kannst, möchte ich dir heute zeigen. Ich habe hier das RidgeShield von OpenSmart. Dieses verfügt über einen DRT-11-Sensor und zwei Taster. Zusätzlich findest du noch weitere Sensoren, zum Beispiel hier den Fotowiderstand, einen Temperatursensor und dann auch einen Spannungssensor. Aber heute soll es halt lediglich erstmal um den DRT-11-Sensor und den Fotowiderstand gehen. Ich habe hier die Schaltung einmal aufgebaut mit normalen Komponenten, also du brauchst nicht unbedingt das RidgeShield, um halt das Ganze nachzubauen. Nun einen der beiden Taster betätige, dann werden die Sensordaten auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben, also vom DRT11-Sensor und vom Fotowiderstand. Und diese Daten wollen wir jetzt nun nach ThingSpeak senden. Dazu müssen wir uns erstmal einen Channel einrichten. Ich bin jetzt nun schon gerade eingeloggt und kann jetzt auf New Channel klicken und muss jetzt diesem einen Namen vergeben. Ich wähle hier einfach mal ESP32 Sensordaten. Die Beschreibung ist optional, also lasse ich es erstmal leer. Feld 1 wird unsere Temperatur, gebe ich einfach nur mit Temp erstmal ein. Und das Feld 2 wird für unsere relative Luftfeuchtigkeit, da schreibe ich mal Humidity rein, also das englische Wort für Luftfeuchtigkeit. Den Rest belasse ich so und klicke hier unten jetzt auf Save Channel. Nun ist der Channel halt eingerichtet und ich habe hier meine Überschrift und meine Diagramme tragen halt den gleichen Namen. Das ändere ich erstmal. Mein erstes Diagramm ist für Temperatur in Grad Celsius und das zweite Diagramm wird für meine relative Luftfeuchtigkeit und diese wird ja in Prozent repräsentiert. Wenn ich das Ganze jetzt nun eingegeben habe, dann kann ich auch wiederum auf die Taste Save klicken und das Ganze ist jetzt gespeichert. Du kannst deine Daten nicht nur in einfachen Liniendiagrammen anzeigen, sondern auch in Widgets. Zum Beispiel hier dieses Gauge-Element. Hier wählen wir jetzt nun das Feld aus zunächst und ich möchte dort einfach nur die Temperatur dann halt anzeigen. Es wird erstmal angezeigt, dass keine Daten verfügbar sind, weil wir haben ja noch keine abgesendet. Im zweiten Widget möchte ich einfach nur den Text anzeigen lassen von der relativen Luftfeuchtigkeit. Diese wird ja wie gesagt in Prozent angezeigt. Und ich habe hier noch eins vergessen und zwar muss ich hier noch die Einheit angeben. Das ist natürlich Grad Celsius bei der Temperatur. Nun habe ich meine Sensordaten vorbereitet bzw. mein Dashboard vorbereitet für die Sensordaten. Um aber Daten zu empfangen, muss ich einen API-Key eingeben. Und diesen finde ich dann halt im Reiter API-Keys, einmal für das Schreiben und einmal für das Lesen. Auf der rechten Seite finde ich ganz bequem halt den entsprechenden Request, welchen ich dann halt absenden muss, auch wieder einmal zum Schreiben und einmal zum Lesen. Wir möchten einfach nur schreiben erstmal, also kopiere ich mir jetzt diesen einen String, hier den API-Key, den werde ich natürlich dann halt löschen, sobald das Video veröffentlicht, also damit kann jetzt keiner was anfangen. Du solltest deinen natürlich geheim halten. Bauen wir jetzt nun erstmal in unserem Code die Wi-Fi-Verbindung zum lokalen Wi-Fi-Netzwerk auf. Dazu müssen wir halt ein paar Module importieren. Das Network-Modul und in der Datei secrets.py befindet sich der SSID-Schlüssel sowie das Passwort für mein lokales Wi-Fi-Netzwerk. Und dort habe ich auch den API-Key für ThingSpeak abgelegt. Bibliotheken, Machine und U-Request benötigen wir halt jeweils für das Ansprechen der GPIOs von den Komponenten bzw. zum Absenden von dem HTTP-GET-Request. Mein Temperatursensor ist am digitalen Pin 19 angeschlossen und der Taster am GPIO 12. Wenn ich jetzt nun die Verbindung aufgebaut habe, dann gebe ich mir diese auf der seriellen Schnittstelle aus, wie hier. Also das hat jetzt leider nicht geklappt. Hier muss ich nochmal neu starten und jetzt hat die Verbindung halt geklappt. Und ich habe eine IP-Adresse von meiner Fritzbox bekommen und kann jetzt über diese Adresse mit dem Mikrocontroller kommunizieren, beziehungsweise ich kann jetzt halt einen Request absenden. Diesen baue ich mir zusammen aus der Adresse von ThingSpeak mit dem API-Key und den entsprechenden Feldern. In der Endlosschleife prüfe ich jetzt nun, ob mein Taster K1 betätigt wurde. Wenn dieses so ist, dann führe ich eine Messung durch vom DRT11-Sensor, baue mir meinen String zusammen, also meine URL, und sende diese ab. Aus dem Response-Objekt kann ich nun ablesen, welchen Statuscode die Antwort hat. Bei 200, also HTTP 200, ist alles okay und alles, was drüber ist, interpretiere ich erstmal als Fehler. Schauen wir uns das Ganze mal an.
Auf der rechten Seite siehst du jetzt nun ThingSpeak. Auf der linken Seite betätige ich jetzt einmal den Taster. Die Sensordaten werden jetzt abgesendet. Ich erhalte ein OK. Das heißt, alles hat geklappt. Jetzt müsste ich entweder warten oder halt, ich aktualisiere die Seite und nun sehe ich halt auch die Sensordaten. Ich habe hier noch einen kleinen Fehler und zwar bei der relativen Luftfeuchtigkeit sehe ich jetzt den Temperaturwert. Da muss ich jetzt mal schnell noch das Feld anpassen, damit das Korrekte dann halt auch ausgewertet wird. Und nun sehe ich auch meine Luftfeuchtigkeit von satten 80%. Das heißt, ich müsste mal locker hier mal lüften. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann werden halt die Daten aktualisiert, beziehungsweise die aktualisieren sich nach einer gewissen Zeit halt immer. Erweitern wir jetzt nun unser Dashboard, um die Messdaten von dem Photowiderstand aufzunehmen. Dazu gehen wir auf Channel Settings und wählen bei Feld 3 jetzt einfach einen neuen Wert, und zwar LDR. Und sagen auch hier Save Channel. Jetzt haben wir ein weiteres Liniendiagramm unten in der Liste hinzugefügt. Das können wir einfach per Drag and Drop jetzt an die entsprechende Stelle halt ziehen. Das konfigurieren wir jetzt auch noch. Der Titel ist dann halt Fotowiderstand. Der Wert ist relativ unbestimmt. Das ist halt ein analoger Wert zwischen 0 und 4096, also der analoge Wert an einem ESP32. Ich kopiere mir jetzt bestehenden Code. Erstmal für den Parameter. Da ändere ich den Feldnamen einfach auf Parameter LDR. Dann Field 3 als Wert. Und diesen ergänze ich jetzt nun innerhalb von meinem Get-Request. Und der Wert von diesem Parameter, ja, den wollen wir ja vom Fotowiderstand auslesen. Also müssen wir uns jetzt noch die Logik implementieren für den Fotowiderstand. Diese bekomme ich aus meinem ersten Beispiel ganz einfach. Da brauche ich mir halt nur einmal den Code hier kopieren. Setze ich vor dem Erzeugen der Wifi-Verbindung. Und ich brauche halt noch den Aufruf. Das ist adc.read. Manchmal bin ich halt ein bisschen schreibfaul und kopiere mir das halt lieber zusammen. Das Ganze ist jetzt aber noch nicht lauffähig, denn die Imports unterscheiden sich jetzt noch. In meinem Fall habe ich halt ein bisschen kürzer geschrieben, das erste Beispiel, und müsste jetzt hier überall entweder das Maschinenpunkt entfernen oder halt hinzufügen. In diesem Fall füge ich das einfach mal hinzu. Das ist halt in dem Fall einfacher gewesen. Und wenn ich jetzt nun die Wi-Fi-Verbindung wieder aufgebaut habe, den Taster betätige, dann sehe ich nicht nur die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, sondern ich erhalte auch den Messwert für meinen Fotowiderstand. Das dauert halt ein paar Sekunden manchmal. Immerhin verwenden wir ja die kostenfreie Version von ThingSpeak und ich denke mal, da sind wir nicht so hoch priorisiert. Statt einem Taster können wir natürlich das Ganze auch zeitgesteuert lösen. Wir bräuchten dann halt nur innerhalb der Schleife eine Abfrage, wie viele Sekunden seit der letzten Ausführung vergangen sind. Und dann kannst du halt sozusagen in deinem Dashboard immer die aktuellen Daten sehen und brauchst halt nichts dafür unternehmen, dass diese aktualisiert werden. Damit möchte ich jedoch erstmal dieses kleine Video beenden. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.